Preiswerte FIFA 14, Ultimate Team Coins, Game Keys und Game Cards findest du bei meinem Sponsor MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 14 Pack Openings. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem Team of the Match Day 3. Ich glaube zumindest, dass das Ganze so ausgesprochen wird. Sprich, die ganzen Spieler, die bei der WM richtig gut gekickt haben, werden hier vertreten sein. Ihr seht unter anderem ein Lionel Messi mit einer 97er Gesamtbewertung. Also der darf jetzt in den kommenden Partien eigentlich nicht nochmal irgendwie Man of the Match werden, weil sonst kommt er irgendwann über eine 100. Richtig krasse Werte, 95er Tempo, 98 Dribbling, 95 Schuss, 91 Passen und sogar 75 Kopfball. Richtig krass, Lionel Messi also damit am Start, genauso Andres Iniesta, 91er Bewertung. Neymar da Silva Santos Junior mit 89, 5 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß, 94 Tempo, 95 Dribbling, ey, richtig, richtig krasse Werte. Shaqiri mit dabei, Dzeko mit dabei, Angel Di Maria haben wir noch, Goodin ist da hinten auch noch mit vertreten, dann haben wir links Vertonghen, rechts ist das der, nee, das ist Daily Blind, an dem ja auch ein paar Top-Vereine mit dabei sind, im Tor Diego Benaglio, links noch den guten David Villa. Also das soweit die Truppe, auf der Bank haben wir auch noch ein paar gute rund um Luis Gustavo, Samaras, der Argentinier wollte ich schon sagen, der Grieche und Jackson Martinez. Und bevor wir jetzt gleich die Packs aufmachen, die ich euch zeigen werde, noch die kleine Info, ihr seht's ja, heute keine Facecam, liegt einfach daran, dass ich die letzten, glaub, über 40 Stunden nicht geschlafen habe, also jetzt ist bei mir, ja, jetzt habe ich, wartet mal, jetzt ist Samstag, gestern war Freitag, das heißt, ja, ich habe jetzt halt ewig nicht geschlafen, Freunde. Ich war ein bisschen auf Reisen, beziehungsweise ich habe es angesprochen, als ich ein Spiel kommentiert habe, dass ich ja von der Firma aus unterwegs war. Und da haben wir nicht geschlafen, Freunde. Und ich bin hundemüde, aber habe mir gedacht, ich will jetzt das Ganze noch schnell aufnehmen, deswegen, weil ich die Sets gesehen habe. Deswegen heute ohne Facecam, das würde einfach nicht gut aussehen. Von dem her heute ohne, demnächst dann wieder mit. Es wird auch demnächst wieder ein paar mehr Pack-Openings geben. Das habe ich ja jetzt nach dem Urlaub oder im Urlaub nicht aufgenommen und danach so ein bisschen vernachlässigt. Sprich, da wird es wieder demnächst abgehen. Dann ziehen wir vielleicht nämlich einen so einen grünen International Man of the Match. 2 50.000er Packs können wir aufmachen. Die laufen in knapp 3 Stunden ab. Deswegen, wie gesagt, auch noch schnell die Aufnahme jetzt ohne Facecam. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn ihr mich sehen würdet. Stand jetzt. Wir gucken rein. Alle Spieler selten, alle Gold. 12 Spieler sind es. Mal gucken, vielleicht haben wir einen guten. Es ist Sergio Ramos. Es ist Sergio Ramos, den wir haben. Zanetti, Cana, Palacio, Arango, Fernandinho, Walker, Mkhitaryan, De Gea, Defoe, Alexandre Pato, Lennon und Sergio Ramos, Freunde, auf die Transferliste. Aber ist jetzt natürlich nicht so der absolute Megahammer. Und sonst sind da jetzt auch nicht wirklich absolute Topstars mit dabei, die für richtig viel Geld gehen. Ich packe mal noch De Gea in den Verein. Mkhitaryan packe ich auch mal in den Verein. Hallo, nicht in die aktive Mannschaft. Nur in den Verein mal. Hatte ich bisher noch nicht gespielt. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da mal was. Aber sonst interessieren mich die alle herzlich wenig. Alles abstoßen. Also das erste Pack hat sich Stand jetzt schon mal gar nicht rentiert. Vielleicht das zweite. Komm, es ist das erste Pack-Opening zu den International Man of the Matches, Freunde von mir. Da muss mir doch EA jetzt einen guten schenken, oder? EA, geht das klar? Geht's klar? Ja? Ich glaube, es geht klar, Freunde. Mal gucken. Wir haben jetzt drin Neymar, International Man of the Match. Voila, Freunde. Und es ist Navas. Es ist Navas. Team of the Season, wollte ich schon sagen. Nee, Navas in Form. Na, das ist doch auch richtig stark. 78er Bewertung, 90 Hechten, 85 Reflex, 75 Ballsicherheit, 61 Tempo, 68 Abschlag, 76 Positionsspiel. Na, Freunde, Navas, der richtig gut gekickt hat. Ich glaube, ablösefrei wechseln könnte, an dem viele Vereine interessiert sind, unter anderem sogar der FC Bayern München. Also mal gucken, ob das was wird. Mit Weidenfeller den nächsten Keeper. Cigarini haben wir noch, Lukaku, Borja Valero, so ist der gute Mann, Cahill, Sissé, Sissoko, Reinhardt, ja. Ja, Navas nehme ich natürlich gerne mit. Den Rest, glaube ich, stoße ich ab. Da ist jetzt nichts weiter extrem Spannendes mit dabei. Also, sehr schön. 2 Packs haben wir aufgemacht. Das hat sich doch einigermaßen rentiert. Zumindest haben wir jetzt halt mit dem guten Navas einen Inform gezogen. Das ist ein ganz guter Start in diese hoffentlich bald wiederkehrenden Pack-Openings, Freunde. Also, wie gesagt, versprochen ist es, dass es demnächst da weitergeht. Ich muss mich jetzt nochmal um ein paar Münzen kümmern und dann werden wir da ein paar einbauen. Und dann denke ich, passt das. Und in dem Sinn würde ich sagen, war es das schon wieder mit der Folge heute ohne Facecam. Die wird es dann demnächst in den kommenden Pack-Openings natürlich wieder geben. Nur wirklich, es ist besser so, dass ihr mich gerade nicht seht. In dem Sinn, wir sehen uns, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Abo da lassen, ihr wisst Bescheid. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.